Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Satisfactory hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir wollen mit der 3 Conveyor Belts hier noch weiter bauen, damit das alles schick wird am Ende. Und wir hier viel Spaß mit Eisenerz oben auf unserer Plattform haben. Das wird noch ganz interessant werden. Hoffentlich. Und wie wir das dann alles aufbauen, das wird natürlich dann auch noch lustig. Mich beschleicht immer noch das Gefühl, dass ich hier irgendwie was ein bisschen falsch gebaut habe. Ich habe eben einmal ganz kurz hoch und runter geguckt. Mir ist nichts aufgefallen. Also von daher ist dieses Gefühl wohl eher ein wenig trügerisch. Aber, na, was ist denn nun? Geh doch mal an die richtige Seite. So. Ein wenig trügerisch. Ich hoffe einfach, dass es doch falsch ist, auch das Gefühl. Was ist das denn jetzt? Achso, das ist mein Leuchten von meiner Pistole hier. So, da müssen wir auch noch einen durchziehen. So, dann müssen wir den durchziehen hier. Das klingt auch so falsch, einen durchziehen, ne? Naja, gut. Haben wir mal drüber geredet. So. Jetzt müsste eigentlich in der Theorie quasi... Upsala. Machen wir so ein paar Etagen fallen. Das geht dann immer schneller als... gehen. So, jetzt müsste eigentlich, wenn wir jetzt hier versuchen würden, alle Förderbänder anzuschließen, die wir hier haben, müsste das hier eigentlich gut laufen. Das heißt, wir machen jetzt hier erstmal einen Viererturm hin. Von den Dingern hier. So, da schließen wir die 4 Förderbänder an, die wir von da haben. So, da haben wir ja 4 Enden, müssten wir jetzt hier irgendwo kriegen. So, hier ein Ende. Da ein Ende. Das sieht richtig scheiße aus, ne? Warte, das sieht scheiße aus. Meine Damen, meine Herren, das sieht nicht gut aus. Warte mal, da müssen wir mal ganz kurz nochmal intervenieren hier. Das gefällt mir ja gleich mal gar nicht. So, jetzt haben wir hier 3 Enden. Wo kommt denn das 4. Förderband? Das kommt da an. So. Dann machen wir jetzt erstmal das hier fertig. Das können wir schon mal da oben anschließen. Das ist kein Problem. So, dann kommen wir von dem Förderband. Ist das richtig? Ja. Dann kommen wir von dem Förderband erstmal bis hier. Und schließen das von hier aus da unten an. Dann geht das auch noch optisch erstmal schon mal. So, dann musst du hier mal durchkommen. Wieso steht denn der so bescheuert hier? So. Und kannst du denn hier erstmal an den unteren ran. Na, wo ist er denn? Und dann drücken wir hier mal F. Und den dann hier. Und wollen dann hier einen dritten hinbauen. Einen, das war MK2, ne? U Production MK2 Miner. Machen wir den Ausgang in die Richtung hier. So. Und dann gehen wir hier schön mit dem Förderband da dran. So. Und dann müssen wir jetzt hier nochmal ein bisschen Strom hier dran legen. Irgendwo muss hier ein Mast rumstehen. Warum steht ein Mast rum? So. Dann hat er auch Strom. Und dann fördert er auch. Ne? Na, wo bleibt's? Ja, wo ist es denn? Nicht? Kein Eisenerz? Was ist das? Achso, er muss ein Bohrwasser abbringen. Alles klar. Gut. Dann sind wir nämlich hier jetzt durch. So, und dann können wir nämlich jetzt hier schön geordnet unterste Förderband, unterste Kante. Na. Dann an den Förderband ran. Dann an dem ran. Und dann auch noch hier dran. So, sehr schön. Dann haben wir das nämlich. So, dann haben wir nämlich jetzt hier einmal die 4 Eisenerzbergwerke von hier unten dort angeschlossen. So, jetzt müssen wir die hier hinten noch rüberholen. Und das waren ja welche, die machen 120. Das heißt, da müssen wir mit einem schnellen Förderband innen. Habe ich denn Material dafür bei?
Reinforced Iron Press, ja, habe ich. In einen Splitter rein und dann von da aus quasi das denn hier drüber transportieren. Aber das kriegen wir ja hin. So. Ne, ihr macht ja 120 pro Minute, wenn ich richtig recht erinnere. 60 pro Minute, auch nur. Hm? Wie komme ich denn da drauf, dass ich ein 8er Förderband brauche? Na gut, müssen wir nochmal irgendwo Eisen finden. Hier in der Nähe. Das ist ja. Okay. Gut, dann können wir ja hier jetzt. Warte mal, dann müssen wir erstmal hier mit der 6. Das stapeln wir natürlich auch das Förderband, damit das gebündelt da ankommt. Wir müssen da hinten hinkommen. Also wir fangen mal hier an mit den Stackable, ne? Würde ich sagen. So, hier. So, der kommt da dran. Na gut, der muss dann einmal um die Ecke hier. Egal. So, dann machen wir den erstmal hier um die Ecke. Bald. Hallo? Wie hätten wir es denn gern? So. Einmal ums Eck. Da ran. Du. Da ran. So. Dann gucken wir mal, bis wohin kommen wir jetzt. Das ist groß in diese Büsche da, ne? Hier ist Schluss. Das heißt, hier müssen wir mit den Dingern arbeiten. Und dann könnte es klappen, dass wir von da einen Förderband. Ach, wir haben nicht genügend Metallplatten. Alles klar, okay. Kein Problem. Holen wir uns mal noch ein bisschen Baumaterial. Na. Das ist ja wenigstens noch ein bisschen was, was wir kriegen können hier. So, und dann sind wir dann bald durch. Aber mich wundert wirklich, dass wir da. Warum habe ich da jetzt ein 8er Förderband reingebaut? Ich glaube, weil es ging, ne? Also weil es kann. Um es auf ganz einfache, um platte Methode auszudrücken. Ich glaube, weil es wirklich ging. Haben wir das so gemacht. So, jetzt muss ich mal gucken, ob da überhaupt noch Platten drin sind. Nicht, dass die ganzen Platten hier schon weg sind. Wegverkauft sind. Ja, hier sind keine mehr drin. Hm. Das ist natürlich jetzt eher semi-professionell. Für ein Licht. Hallo? Das ist ja eher semi-professionell. So, dann schieben wir mal ein paar davon darüber. Und dann werden wir uns noch ein paar Platten selber machen müssen. Da werden wir jetzt wohl nicht drum rumkommen. Habe ich hier noch so einen Platten selber macht Teil? Gucken, ob da vielleicht im Eingang noch Platten drin sind, aber das glaube ich auch nicht. Da hat er richtig schön Reinforced Plates draus gemacht wahrscheinlich. Oh, hier sind noch hier drin. Das ist ja günstig. Wieso sind hier so viele drin? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wir wissen es nicht, aber das macht ja erstmal nichts. Das hilft uns ja erstmal weiter. Warte. So sicher nehmen wir gleich noch 3 Stacks mehr mit. Was man hat, das hat man. Dann können wir ja den Rest da oben doch reinschmeißen in die Plattenproduktion wieder. Ja. Manchmal hat man auch Glück. Nicht immer, aber manchmal. So, dann können wir jetzt hier da das da reinschmeißen und das Erz kann ich dann hier auch auf diesen Strang mit drauflegen. So. Aber jetzt wird es hier unten drunter schon dunkel, ne? Also nachts ist hier schon ganz schön finster. So, dann kann ich hier noch ein bisschen Erz reinlegen. An der Maustaste. Ja. Das drücken. So. Dann geht es jetzt hier hinten rüber. Und dann können wir jetzt nämlich die Förderbänder hoffentlich anschließen. Uiuiui, ich bin ja mal ganz guter Dinge hier. So. Ja, da oben, wenn wir jetzt das als Ziel nehmen. Ne? So, dann werden wir mal gucken, bis wohin kann ich jetzt mit den Förderbändern hier. Komme ich bis da oben hoch oder ist das zu lang? Das wäre echt zu lang. Schade. Hier würde ich ankommen können. Na gut, dann würden wir es hier probieren. Aber auch doof wegen der Elektroleitung hier. Naja gut, dann geht es ein bisschen kreuz quer. Aber wenn wir hier schon mal ankommen, dann können wir da sozusagen den. Ah ja gut, dann machen wir hier. Das wollte ich ja nicht machen.
Das hatte ich nicht vor. So, ich wollte hier eigentlich ein Türmchen bauen. Warte mal, der ist jetzt zu nah dran, oder? Also zu weit weg, besser gesagt. Wir bauen das Türmchen mal direkt hier neben den Stromleitungen hoch. Und machen den mal 4 hoch und legen das Förderband da oben rein, ne? Dass es in den obersten beiden läuft. Das sollte ja hoffentlich klappen. Na, was ist denn hier? Mann, Mann, Mann. So, und dann läuft das nämlich oberhalb der Stromleitung und dann sieht das schon wieder so aus, als wenn das fast gewollt wäre. So, und dann machen wir jetzt hier ein Türmchen hin. Müssten ja eigentlich bis hier, das dürfte kein Problem sein, ne? Wenn wir jetzt hier oben auf dem Buckel, hier machen wir den Torwelt und dann müssten wir eigentlich von hier noch bis da hinten drüber kommen. Warte mal, so. Und das hier, und dann gucken wir mal ganz kurz, wenn ich jetzt von da drüben... Ja, würde auch hier ankommen. Alles klar. Dann kann ich hier einen Turm bauen. Turmbau zu Babel. 1, 2, 3. Und dann kann ich von da aus mit der 3... hier ankommen. Und da ankommen. Und dann kann ich von hier an das Förderband mit rangehen. Und von hier an dieses Förderband mit rangehen. Jetzt ist die Frage, ist das, was jetzt oben das unterste Band ist, auch hier das unterste Band? Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, ne? Das werden wir gleich sehen. Wir sind nämlich jetzt auf dem Weg nach oben. Das gucken wir uns mal an. So. Ab durch die Mitte hier. So, da hoch, hier hoch, da rum, da lang. Und nochmal ums Eck. Und nochmal schön. Ah, naja, zumindest das geht ja schon mal einigermaßen flüssig hier. So, das, die liegen schon mal alle voll. Upsala, da wäre bald abgestürzt. So, nehme ich nicht an, dass das irgendwie auch nur ansatzweise so hingekommen ist. Könnte sein, dass jetzt irgendwo in der Mitte ein Loch ist oder so. Mal, wir werden gucken, wo jetzt welche beiden Förderbänder jetzt nichts gleich transportieren werden. Vielleicht können wir dann ja unten durch die Anschlüsse dann ein bisschen was tauschen, dass wir das dann so anschließen, dass das dann funktioniert. Naja. So. Ja. Da haben wir genau 2 im Loch. Wieso kommen da bloß 2 an? Ach, die obersten beiden sind auch noch voll. Also die obersten beiden sind voll, die untersten sind voll. Und jetzt würde ich schätzen, dass dann die beiden hier noch voll laufen. Oder, naja, vielleicht auch die beiden, man weiß es nicht. Gut, okay, also. Es kommt zumindest schon mal hier oben was an. Das ist schon mal viel, viel wert. Jetzt läuft es natürlich erstmal von hinten durch, aber das ist ja okay. 60 pro Minute mal 8240 Eisenerz pro Minute jetzt hier zumindest, die ankommen würden. Mal 6 bloß. Mal 60 mal... Hier sind 240, genau. Wir haben 360 Eisenerz pro Minute jetzt hier oben. Und die können wir natürlich dann jetzt verarbeiten in Schmelzen. 360 Eisenerz pro Minute. So viel Schmelz müssen wir jetzt hier hinbauen, dass wir dann Eisenplatten draus kriegen, beziehungsweise das Rohmaterial an Eisen. So, also das ist zumindest der Plan. Sieht hier erstmal ganz, also es ist ja ganz geckig geworden. Wo kommt denn jetzt das Material hier hoch? Sehe ich das schon? Da läuft noch Material. Ah, die beiden bleiben frei. Dann kommen wieder 4 volle. Ja. Ja, ja. Also die beiden, die gehen noch voll. Und die beiden, die bleiben leer da oben. Naja, gut. Das ist dann erstmal so. Aus dem Eisenerz können wir natürlich dann ziemlich alles gewinnen. Wir werden jetzt erstmal gucken, was haben wir hier drin? Da haben wir hier eine Menge Eisenerz drin. Ah, ja, da habe ich schon mal welches zwischengelagert, ne? So, das, nee, warte mal, oder? Ich nee, lass das mal da drinnen. Dann bleibt er hier erstmal stehen. Steht er halt hier. Ist ja auch egal. So, dann holen wir uns jetzt erstmal die Kohlen hier hin, dass die quasi hier ankommen. Wo sind das hier? 6 Platten ungefähr? Ich hoffe. 1, wo steht denn drauf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naja, bis zu dieser Platte kommen wir. War das Ende der Platte? Ich weiß es nicht mehr. Überprüfen. Gib mir mein Conveyor Belt. Es geht
bis zu dieser Platte. Das ist wieder sehr schade, weil da müssen wir jetzt mit zwei Türme bauen, weil ich würde ja ganz gerne hier so um die Ecke gehen und dann da sein. Naja, gut. Obwohl, nee, da ist hier die Schleife. Egal. So, sechs. So, eins. Ist das mittig auf der Platte? Ja, sitzt mittig. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, dann müssen wir jetzt dreimal Förderbänder hier ranholen. Eins. Zwei. Ich habe bloß fünf gebaut, obwohl ich bis sechs gezählt habe. Vier. Fünf. Was? Ich bin schon wieder verzählt. Was tut er denn hier? So. Und dann stellen wir hier jetzt den nächsten auf und dann wird das sich dann hier mit dem verbinden und dann ist das hier auf einer Höhe. Und dann müssen wir das nur noch irgendwie zusammenlegen. Rüber komme ich ja jetzt nicht. Nee, ich komme jetzt hier hin und dann kann ich den hier nochmal einen Knick hinbauen und dann kann ich das dann so parallel nebeneinander laufen lassen. Mann, oh Mann, der macht einen Krach. So. Okay, dann machen wir jetzt hier quasi dann den Turm. Noch da haben. Ja, den haben wir ein bisschen weiter. Naja, gut, egal. Drei, vier, fünf, sechs. Ja, vielleicht habe ich da auch einmal in die Luft geklickt. BM. Wir wissen es nicht. Es könnte sein. So. Ein Förderband. Zwei Förderband. Drei Förderband. Vier Förderband. Fünf Förderband. Sechs Förderband. So, jetzt müssen wir noch die Frage stellen, wo kriegen wir den Kupfer hoch? Oder wo da hinten ist der Kupfer, ne? Daddy, das Kupfer. Das müssen wir dann auch noch hochbauen. Oder legen wir die da mit drauf? Warte mal. Ah, die kann ich hier mit drauflegen, die Kupfer. Das passt da mit... Ich glaube, das passt da noch mit drauf. Habe ich die schon zu MK2 gemacht da hinten? Ich glaube auch nicht, ne? Eieiei, okay. Gut, dann kümmern wir uns jetzt noch um das Kupfer, dass wir das hier hochkriegen. Oder wollen wir... Nee, wir machen jetzt erst die Schmelzen fertig hier rum, oder? Hm. Damit wir wieder was Sinnvolles bauen. Das Ding steht mir jetzt irgendwie im Weg. So. Wir werden... Ah, nee, oder gehen wir mit den Förderbändern einfach. Steht mir jetzt so ein bisschen im Weg zu dem, was ich hier gerne bauen wollen würde, muss ich sagen, ne? Also ich würde jetzt ganz gerne eigentlich die Kohle und das Metall jetzt parallel vertreiben. Also hier durchziehen. So, dann machen wir jetzt hier einmal die Kohle. Oder wollen wir die Kohle, oder wir legen die hier um die Ecke, wa? Moment, das können wir ja machen. Wir können ja hier, zack, hier ein, eins, zwei, drei, vier, 6. Dann legen wir den hier um die Ecke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bis dann hier ran. So, dann machen wir hier jetzt so Eisen. Das ist totale Blödsinn, glaube ich, wenn ich die parallel nebeneinander lege, weil ich sie dann nicht sauber voneinander oder zueinander ablegen kann, ne? Glaube ich. Also wenn ich sie dann abnehmen möchte, irgendwie in irgendeine Fabrik hinein, wenn die zu dicht aneinander liegen, dann kreuzt sich das ewig bloß wieder, ne? Ich glaube, das wäre gar nicht so clever. Naja, müssen wir mal gucken. Wie wir das vielleicht cleverer hinkriegen. So. Aber hier dann erstmal mit. Ums Eck rum. Der steht nicht mittig. Der steht nicht mittig.
6. 1. 3, 4, 5, 6. So. Also mit diesen, was ich mich mit diesen Conveyor Belts jetzt hier schon beschäftige, ne? Geht eigentlich auch keine Kohort. Naja, egal. Aber wir haben es dann erstmal jetzt. Wir haben dann Kohle und Eisen parallel. Das finde ich erstmal. Das ist erstmal schon mal die Idee, die ich dann hatte von dem, was ich da bauen will. Passt schon mal ganz nah in die Richtung. Dass wir dann irgendwo uns die Kohle abzweigen in eine Richtung. Für die Kraftwerke, dass wir da ein paar Förderbänder runternehmen. Das kann ich. Achso, da könnte ich einen Splitter dann bauen. Ich weiß gar nicht, kann ich einen Splitter auf mehrere Ebenen? Doch, ich kann ihn ja übereinander bauen, ne? Wie würde das überhaupt aussehen, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne einen Splitter haben für einen so einen Förderband? Ja, dass er da einfach so durchfliegt, das gefällt mir auch nicht, ne? Vielleicht muss ich da doch noch was drumherum bauen. Ich baue jetzt hier mal probehalber eine Mauer hoch und gucke, was er mit der Mauer macht, ob er durch die Mauer fliegt. Aber ich würde sagen, das macht er, ne? Ich glaube ja, das haben wir schon gesehen, ne? Ja. Haben wir schon gesehen, das macht er. Es macht er das. So. Und wir sehen, ja, das ist nicht ganz so toll, wie es hätte sein können, aber es ist toll. Und wenn wir da die beiden Kupfer noch drauflegen, dann haben wir auf jeden Fall noch das war falsch. Dann haben wir auf jeden Fall noch auch was wir denn wieder runterscheren müssen. Ich weiß gar nicht, ob das Kupfer, was wir jetzt mitnehmen, ob das denn überhaupt ausreicht. Egal. So. Gut, aber das sieht doch schon mal. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. So. Das gibt ein schönes Foto gleich. Parallel verlaufende Conveyor Belts. In mehreren Ebenen. Mit unterschiedlichen Materialien. So. Das gibt ein schönes Foto. Von der Seite wird das jetzt hier fotografiert. So sieht es dann aus bei uns. Das soll es auch gewesen sein für heute. So. Dann ist Kohle und Eisenerz liegt schon mal parallel auf dem Band. Wir können quasi dann beginnen mit den Schmelzen. Auch die Stahlgeschichte können wir dann machen. Dann werden wir wahrscheinlich die obersten beiden, werde ich zum Stahl bringen. Mit der nötigen Kohle, die dazu gehört. Also zwei Bänder Kohle. Zwei Bänder Eisenerz gehen dann zum Stahl. Und dann werden wir natürlich auch den Rest dann zu Eisen machen, die untersten vier. Da werden wir dann halt Eisenplatten draus machen und, wie das alles sich so gehört. Alles klar, wir sehen uns. Bis denn. Tschüss.